Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Video von dem Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Und jetzt geht's gleich ab zum Dekobomb. Vorher, dann will ich noch irgendwas sagen. Der Dekobomb hat dich zu sich gerufen. Wir sollten uns beeilen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Dekobomb, Navi. So, oh Gott. Ich wusste nicht, dass wir so früh kommen. Der Dekostab berühre Items auf dem unteren Bildschirm, um das Item-Menü zu öffnen. Platziere ihn auf 1, X, Y oder 2. Verwende ihn, indem du 1, X, Y oder 2 betätigst. Drückst du ab, packst du ihn wieder weg. Du kannst nur eine bestimmte Anzahl tragen, also setze sie mit Bedacht ein. Okay, das kann ich tun. So, die Kuranja. Oh Gott. Oh, da kommen ja immer mehr. Ich hole noch ein paar Dekostäbe. Oh Gott. So, und jetzt geht's auf zum Dekobaum. Davor rüste ich aber noch die Dekostäbe aus. Auf. So, und jetzt Dekobaum. Was willst du? Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Oh Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Link. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuen Stärken gelangen, werden die Auserwählten vom Albtraum geplagt. Wie ist es auch dir widerfahren? Link, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja. So sei es. Tritt ein, tapferer Link, und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Link. Und du, Link, höre mit Navi, Navis Worte. Denn es sind Worte der Weisheit. Nicht immer. Okay, also auf in den Dekobaum, yeah. So. Dekobaum. Ja, das weiß ich, dass das hier der Dekobaum ist. So. Hier sind noch so irgendwie Maxi. Die Kuranias oder so irgendwie, ich weiß nicht, wie die heißen. Vielleicht heißen die auch ganz normal die Kuranias. Auf jeden Fall, die kann man auch ganz leicht besiegen. Dekonüsse. Berühre Items auf den unteren Bildschirm, um das Itemmenü zu öffnen. Platziere die Dekonüsse auf 1, X, Y oder 2. Wie von einer Dekonüsse mit Hilfe von 1, X, Y oder 2, sie wird zerplatzen und deinen Gegner betäuben. Okay, das mache ich direkt mal. Diesmal auf 1. Jetzt. Ach, los. Okay, jetzt klettere ich einfach mal die Leiter hier hoch und guck, was es hier so gibt. Also eigentlich weiß ich es ja schon, aber ja. Was ist hier? Ein Herz. Ich weiß nicht. Sieh diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Ja, das kann ich aber nicht, wenn da Skulltulas sind. Okay, was ist in dieser Kiste drin? Es ist die Labyrinthkarte. Berühre auf den Touchscreen Karte, um eine detaillierte Karte aufzurufen. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt dir deine derzeitige Position. Berühre die jeweilige Stockwerknummer, um ein Stockwerk zur Ansicht auszuwählen. Okay. Als erstes, um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Achte auf das Aktionssymbol, das ist das Symbol des A-Knopfes auf dem oberen Bildschirm. Na, ja, das weiß ich nicht. So. Eine Tür verschlossen. Vorsicht, ein Laubkerl. Näherst du dich, verschwindet er. Lenke die Nüsse, die er spuckt, mit deinem Schild auf ihn zurück. Okay.
Und jetzt. Oh Mann. Hat nicht geklappt. Peace. Was ist das? Vergebung, Herr. Lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Cursor nach vorn, rollst du dich ab und linderst du den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprungshöhe klappt. Probier es einfach aus, wenn du den Mut hast. Ich verschwinde. Und die Dinge öffnen sich wieder und da ist ein Herz. Okay. Dann guck ich mal, was es hier gibt. Eine Plattform, die runterfällt, ja. Was ist dort in der Truhe? Es ist... Die Feenschleuder. Berühre Items auf dem unteren Bildschirm, um das Item zu öffnen. Platziere die Schleuder dann auf 1, X, Y oder 2. Verwende 1, X, Y oder 2, um die Schleuder in die Hand zu nehmen. Drücke und halte 1, X, Y oder 2, um sie mit einem Deko-Kern zu laden. Ziele mit Cursor und lass 1, X, Y oder 2 los, um zu schießen. Wenn du sofort schießen willst, halte 1, X, Y oder 2 etwas länger gedrückt und lass dann los. Okay, ich platziere die Schleuder erstmal auf Y. So, war das hier oben? Ich kann nicht nach. Da ist eine kleine Truhe. Und in der Truhe ist ein Herz. So, und dann, ja, hier sind noch Grasbüsche. Da ist ein Rubin drin. Und Deko-Kerne. Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst sie als Munition für deine Schleuder einsetzen. Okay, hüpp. Direkt wieder nachgewachsen. Da ist nochmal Rubin und Deko-Kerne drin. Ich dachte gerade, es wäre eine Deko-Ranjahre. Nee, es war nur Blumen. Okay, jetzt. Auf die Leiter schießen. Okay. Und jetzt können wir weitergehen. So. Jo. Dann erstmal die Skulltulus abschießen. So. Da ist noch eine. Hä? Der blockt die. Ist das möglich? Jetzt tot. Und nochmal ein Rubin. Cool. Jetzt kann ich dann noch hochklettern. Und ich würde sagen, wir gehen nach rechts. So. Und, ja, was machst du da? So. Na, mal gucken, was in dieser Tür ist. Okay, die Fackel muss man irgendwie anzünden. Scheinlich. Muss man das... Nee, das geht nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Oh, jetzt kommt... Ja, da kommt die Säulen. So, und ich werde das Spiel definitiv auch nicht zu 100% durchspielen. Weil ich das gerade sehe mit der Skulltula. So, was ist in dieser Kiste? Wahrscheinlich der Kompass. Und es ist... Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Oder Labyrinth. So, ansonsten würde ich sagen, es geht dann im nächsten Video weiter und bis zum nächsten Video. Ciao.